So, jetzt haben wir es soweit. Diesmal geht es um das Spiel Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Ich habe es ja schon mal erwähnt, wie extrem ich mich darüber gefreut habe, wie die Fortsetzung angekündigt worden ist. Und nachher war die ganze Sache ziemlich ernüchternd. Fangen wir zuerst einmal an, indem wir ganz, ganz grob die Story gerade umreißen, weil die Story ist ja im Prinzip das, was gut ist am Spiel, also möchte ich da jetzt nicht unbedingt zu viel vorwegnehmen. Die Story umfasst im Prinzip zwei Erzählzeiten. Wir befinden uns einmal im Jahr 2005 und nachher einmal im Jahr 2019. Im Jahr 2005 ermitteln wir mit einem jungen Francis York Morgan in einer Mordserie in der Südstaatengemeinde Le Carre. Und im Jahr 2019 befinden wir uns als alter, abgefuckter, von Krankheit gezeichneter Francis Zack Morgan in einer Wohnung, in der wir von zwei FBI-Agenten befragt werden, eben über den Fall, weil vermutet wird, dass wir selber was mit den Mordfällen zum Tor haben. Und da wird immer so hin und her geswitcht, mehr oder weniger. Und am Ende werden die zwei Erzählstränge nachher sozusagen zusammengeführt. Ich darf einmal sagen, wir haken mal den ganz, ganz großen Teil der Technik ab. Die hakeligen Bewegungen sind sowieso Standard. Wir haben immer ruckeln, also es ist komplett egal, was wir machen, und da ist es dann egal, ob wir in beengten Innenräumen sind oder in der tollen Open World, was man geschaffen hat. Die Framerate bricht uns immer zusammen. Das ist noch halt auch so eine Geschichte, wenn ich es nicht einmal schaffe, einen geschlossenen Raum halbwegs anständig zu machen, sodass er technisch gut und sauber anläuft, wie kann ich noch halt erwarten, dass wenn ich eine Open World mache, dass die noch halt wirklich noch irgendwas ausschaut oder technisch auch gerade ansatzweise überzeugen kann. Das kann sie nämlich nicht. Erstens einmal ist sie fast komplett leer. Also ich bin da mit meinem Skateboard durch die Stadt gefahren und es ist mir fast nie irgendein Auto oder so entgegengekommen. Leute, die was in der Open World sie befinden, stehen meistens gerade an irgendeiner Ecke umeinander und machen die immer selbe Bewegung. Da ist absolut kein Leben in der Open World, einmal abgesehen von den schlecht modellierten Objekten, die irgendwo mal aufploppen oder wo man ganz genau einen Aufbau sieht, sobald sie gerade ein bisschen weiter entfernt sind. Wir haben Texturen teilweise auf PlayStation 1 Niveau, wenn man sich einmal die Straßen anschaut und die Wiesen, teilweise die Bäume, die schauen wirklich extrem schlimm aus, die Häuserfassaden sind so plump und kalt und leer, das hast du noch nicht gesehen. Stichwort Skateboard, es ist ja so, dass uns unser fahrbarer Untersatz geklaut worden ist und stattdessen hat uns der Dieb ein Skateboard da lassen. Mit dem fahren wir nachher, wie gesagt, durch die Gegend und das Geile ist, dass man auf der Straße damit genauso schnell fährt wie auf der Wiese und es hört sich tonal auch immer gleich an. Du kannst für Glück sagen, wenn du überhaupt einen Ton hast. Das Spiel hat nämlich wieder einen vielstöhnend ganz einfach Tonaussetzer, indem du ganz einfach einmal nicht das hörst, was du eigentlich hören sollst. Kleine Notiz am Rande, ich finde es auch noch ziemlich geil, dass wenn man mit seinem Skateboard volle Karacho gegen irgendetwas fährt, es ist egal, ob das jetzt ein Baum ist, ob das ein Haus ist, ob das ein Auto ist, dem du begegnest, du prallst ganz einfach an und kannst nachher weiterfahren. Wir können also zusammenfassend sagen, die technische Ausführung von dem Spiel ist eine Frechheit. Ich meine, es gibt technisch schlechte Spiele. Das ist so. Bei Deadly Premonition 2 kommt es mir aber so vor, als wäre das Ding ganz einfach nicht fertig programmiert worden. Und dann haben sie es ganz einfach sozusagen in die Welt reingeschissen und das war's nachher. Und da ist mir jetzt halt komplett wurscht, ob irgendwer sagt, ja hey, jetzt kommt da irgend so ein komischer Patch und nachher läuft es besser und stabiler und so. Nein, das interessiert mich einfach nicht. Das Produkt, so wie es da steht, in der technischen Qualität, ist im Land gestanden und es sind 50 Euro dafür verlangt worden, dann gehe ich davon aus, das Ding ist fertig und egal was zum Sehen ist, sie kennen es halt einfach nicht besser. Gehen wir gerade kurz auf die verschiedenen Spielmechaniken ein. Im Prinzip läuft ziemlich viel genauso an wie im Vorgänger auch. Ich möchte gerade kurz bestimmte Designentscheidungen vielleicht ein bisschen angreifen oder von mir aus
ganz einfach mal in Frage stellen. Und zwar das Ding teilweise Spieldesign von vor, keine Ahnung, 20 oder 30 Jahren, vom Ablauf her. Wir haben ja eine Open World und in einer Open World ist immer wichtig, dass man sich an gewisse Zeiten hält. So hat man zum Beispiel bei seinen Ermittlungen irgendwann einmal den Punkt erreicht, wo ein verrückter Pfarrer möchte, dass man drei verschiedene Sachen holt zu einem, weil sonst hilft uns in unseren Ermittlungen nicht. Und da ist zum Beispiel einmal sowas dabei, ja, da ist so eine Dose Spinat, die möchte haben und die ist in irgendeinem Verkaufsautomaten in der Stadt und jetzt geh einmal und such alle ab, bis du Glück hast, weil nicht jeder Verkaufsautomat hat das gleiche Sortiment, wo denkt man denn hier? Top ist gewesen, also das geilste überhaupt, der wollte ein bestimmtes Gericht haben und das Gericht gibt es gerade in einem Restaurant und ich gehe da hier und bestelle mehr oder weniger das Gericht und die nette Dame sagt mir nachher, nein, das Gericht machen sie gerade an einem bestimmten Tag und das ist Montag, ich soll am Montag wiederkommen, da macht es das dann für mich. Ja, das hat sie mir am Mittwoch gesagt. Das heißt jetzt, ich habe die ganzen Tage irgendwie totschlagen dürfen, bis ich endlich mit dem Spiel weitermachen darf. Das ist Zeitschinden auf höchstem Niveau und sollte eigentlich nicht vorkommen. Das ist Game Design wirklich aus der Hölle sozusagen, wirklich nur zum Zeitstrecken. Und da ist es auch wieder so, dass der FBI-Agent in Mordfällen so lange Zeit hat, sich so lange mit seinen Ermittlungen sozusagen Zeit lässt, bis die geruht, das depperte Futter zu machen, damit es dem depperten Pfarrer Kredenzen kommt und der mir nachher irgendwie hilft. Fast eine Woche später, ja, der hat beim FBI bei irgendeiner Ermittlung wirklich absolut nichts verloren. Positiv zum Anmerken ist für mich, dass die Begegnungen mit Monstern, die wir in der Anderswelt, die wieder dabei ist, haben, besser funktionieren. Von der Steuerung her besser hinhauen, ganz einfach. Ich möchte nicht sagen, dass sie gut funktionieren, aber sie funktionieren besser als wir im Vorgänger, also hat da irgendwer ein bisschen was du. Negativ muss ich aber in der Beziehung noch auch wieder sagen, Punkt 1 gibt es gerade ganz wenig verschiedene Gegnertypen und die Anderswelt schaut auch immer gleich aus. Also die haben auch ein grafisches Setting gehabt und das haben sie halt immer wieder hergenommen und mir kommt vor, sie haben gerade immer ich sage mal Standardbauteile, die sie halt im Editor vorgefertigt haben, immer wieder ein ganz kleines bisschen neu aneinandergereiht und das war's dann ganz einfach. Kreativität, was das so geht, irgendwie absolut null und das war's dann eigentlich auch. Die Story muss ich sagen, mit den zwei verschiedenen Yorks, einmal in jung, einmal in alt, hätte eigentlich einen ganz guten Flow, wenn es nicht die ganze Zeit eben von dämlichen Entscheidungen ausgebremst wird. Und die Highlights sind für mich ja ganz klar das Finale vom Spiel. Und die Sequenzen, in der Aldi Morgan befragt wird, eben zu dem Fall, weil die Ermittlungen in der Hinsicht sind wirklich sehr interessant gemacht und ich finde es ganz einfach ein bisschen schade, dass die positiven Seiten eben so ein bisschen verdumpfen und ein bisschen untergehen, wenn ich mich die ganze Zeit über irgendeinen anderen Blödsinn ganz einfach ärgern muss. Ne? Ich weiß, ich habe es im Großen und Ganzen nicht hingekriegt, dass sie sich anständigen Spielmechaniken haben einfallen lassen, die ein bisschen motivierend waren. Aber sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass Morgan mit der Zeit Bartwuchs hat und dass er irgendwann so stinkt, dass die Fliegen um einen umkreisen. Und das ist dann natürlich schlecht für andere Leute, denen man begegnet. Die gehen dann eher auf Abstand, weil ist ja ekelhaft und so weiter und so fort. Und man muss auch regelmäßig essen, weil ja das so wichtig ist. Also einfach, nein, also. Aber für mich persönlich ist das Spiel ganz einfach eine ziemlich große vergebene Chance. Wie gesagt, ich habe mich extrem gefreut und Teile des Spiels sind eigentlich auch ganz gut geworden. Es kommt für mich aber, was die Atmosphäre angeht, was die Skurrilität angeht, auch mit den ganzen Nebenfiguren und so weiter und so fort, die sind da die meisten eigentlich recht blass, nicht an einen ersten Teil zu suchen. Und da muss ich nachher auch von der Wertung her ein bisschen einen Abstand lassen. Ich darf jetzt ganz einfach mal sagen, Deadly Premonition, A Blessing in Disguise, ist für mich 4 Punkte wert. Und mir ist bewusst, dass er der Vorgänger technisch absolut nicht perfekt gewesen ist. Aber wie gesagt, jetzt hat er ihn subjektiv gesehen, ist der zweite im Vergleich und in der Relation technisch nur schlimmer und hat einige wirklich sehr schlechte designmäßige und spielmechanische Elemente drin, die bremsen ganz einfach aus, die nerven, die machen mit zornig. Obwohl mir das Finale sehr gut gefällt, obwohl mir die Story eigentlich im Kern ganz gut gefällt und obwohl ich Morgan mag, das ist der große Pluspunkt nur dazu vor dem Spiel, die Hauptfigur. Extrem sympathisch, redet immer über Filme, ist natürlich genau mein Wetter. Und obwohl das alles dabei ist,
zieht der Rest das Spiel so dermaßen stark an, dass ich nur auf eine Wertung von 4 Punkten kommen kann. Und das tut mir extrem leid für ein Spiel, wo ich mich wirklich sehr darauf gefreut habe. Ich meine, ich habe keine Perfektion erwartet von dem Spiel, aber mit Sicherheit mehr als das.